Willkommen zu Life is Strange Before the Storm. So, jo, genau. Wir machen natürlich hier mit unseren Episoden weiter, beziehungsweise mit der dritten Episode fahren wir fort. So, Dille, ja. Heute mit etwas erschwerten Bedingungen. Die Technik spinnt ein bisschen rum, aber ich hoffe, dass... geht hier. You have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Okay, genau, das war zu klären. Ich hoffe, das geht alles glatt über die Bühne. Gerade wollte mein liebes Betriebssystem nicht hier ganz so wie ich, aber egal. Gut, dann gucken wir mal, mit wem wir denn hier oder mit wem denn hier so, ne? Telefoniert, gesprochen, geschrieben, wie auch immer wurde von ich. Wer auch immer ich ist, wahrscheinlich der gute Vater. Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Von unbekannt. Grenzen werden überschritten. Wie reden wir? Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich, mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Nichts. Ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Oha. Es ist jetzt die Frage, wer ist ich, wenn das jetzt wirklich der Vater ist, also der Staatsanwalt, und der hat Verbindung zu einem gewissen Herrn, der eine gewisse Tochter angegriffen hat. Und verletzt hat, das ist James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But... how do I get him to tell me? Wo ist Sarah? Jetzt benutzen wir also Namen. Entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Oha, oha, oha. Shit. What do I say? Ja, das ist jetzt schwierig. Hab ich? Oder du zuerst? Geh mal aufs Ganze. Ich weiß, dir ist das alles neu, also lass ich das durchgehen. Verarsch mich nicht. Zeig mir, dass du den Beweis hast. Uiuiui, jetzt wird's heftig. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Natürlich ist eine Frage. Kriegen wir entsprechende Daten her? Computer benutzen? Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Das
das kennen wir schon. Sorry, da war jetzt nichts Neues dabei. Tja, Beweise. James sure keeps lots of files on people. Das ist auch nichts Neues. Die hatten wir uns auch schon angesehen. Finden wir hier sonst noch irgendetwas? Oh, noch eine Akte. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Wenn wir schon gerade hier sind. It's the big one. Okay, so viel dazu. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Polizeibehörde Arcadia Bay, Anzeigenerstattung, Klage Nummer 3888, Art der Klage, Tätigkeit. Zuständiger Beamte, Sergeant Alex Keller, Abzeichen Nummer 521. Name, Damon Merrick, Alter 31, Geschlecht, männlich, Größe 183, Gewicht 82, Haarfarbe braun, Augenfarbe braun. Ethnische Zugehörigkeit... X-Kaukasisch. Achso, Kaukasisch ist ein angekreuztes Wort. Entschuldigung. Kaukasisch. Oben genannte Person wird beschuldigt wie folgt. Art des Vergehens, schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 22.15 Uhr. Datum des Vergehens 12.04.2010. Ort des Vorfalls Tumnus Sägewerk, Bezirk 205. Anschuldigung. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen. Und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Ein sehr netter Mensch. Moment. Was haben wir hier? Arcadia Bay's least wanted. Sonst kann ich hier weiter nichts machen. Moment, was war das jetzt gerade? Habe ich gerade noch was anderes getriggert oder kann man das nur so vor? Das ist doch unten irgendwo. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Da komme ich erstmal nicht weiter. Das nochmal. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Es ging um den Handschuh. Da bin ich mir ziemlich sicher. Moment, hier. Ansehen. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Dann schauen wir mal. Klage Nummer 3888. Die Nummer stimmt schon mal. Datum 12.04.2010. Opfer Eli Forbin. Gesichert von Officer Ernie Jates, Beweisbeschriftung, Lederhandschuh, Fundort, Tumnus, Sägewerk. Das passt. Dann will ich doch mal sagen, machen wir davon mal ein Bild.
Ich warte. Was? Das ist ein Beweis, oder? Ja, und jetzt zerstörst du das Zeug, verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mache mich sofort an die Arbeit. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Das wäre eine Möglichkeit. Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Naja, aber wenn wir hier Beweise vernichten, wird das nichts. Kann ich hier sonst nichts mehr machen? Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. So, okay, ich habe den Handschuh. Das hatte ich gerade nicht gesehen. Und, jo, und du? Mülleimer? Handschuh verbrennen. Dann machen wir das mal. Kugel fröhlich vor sich hin. Damit in den Eimer. Tja. Vielleicht noch ein Bild machen oder so, damit der Typ jetzt auch wirklich weiß, dass das Ding vernichtet wurde. Better not touch that again. Oh, tja. So, du hast dich drum gekümmert. Gut. Also, da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitzel ist. Juju. War ja klar, dass der sich mit so einer einfachen Geschichte nicht zufrieden gibt. Niemand, keine Ahnung, Schluss jetzt. Nochmal um den Weg. Wo ist sie? Keine Spielchen mehr. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sage. Sag mir, wer es ist, oder willst du dich lieber selbst um dein Problem kümmern? Jo. Und du? Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Und da kam gerade eine Nachricht von unserer Mutter rein. Hope James doesn't really get Damon off the hook. Da finden wir weiter nichts. That dude's gotta pay. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Das ist wohl wahr. Denn der Typ versteht dann wirklich keinen Spaß. So. This is that asshole who was selling Firewalk shirts. Okay. Wen haben wir hier? Schalten. Hallo, achso. This guy let me into the mill. Cool dude. Ja. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Shelton Pike. Dezember 21. Arcadia Bay, OR, Shelton Pike, 130636, 21. Dezember 2009. Tja. Und da irgendwie. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Yep.
Kriegt man da irgendwelche Zusatzinformationen, die uns da weiterhelfen könnten? Das glaube ich weiter nicht. Frage. Er ist anonym geblieben oder hat zumindest um Anonymität gebeten. Moment, wer war das? I've been learning a hell of a lot about Frank lately. Ah ja, okay, dann untersuchen wir die mal. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Genau. Polizeibehörde Arcadia Bay, Verdächtigenprofil. Name des Verdächtigen: Francis Bowers. Bekannter Alternativname: Frankie. Geburtsdatum: 31.08.1981, Arcadia Bay, OR. Größe 1,85 Meter, Gewicht 86 Kilogramm, Narben, Tattoos unbekannt. Ethnische Zugehörigkeit kaukasisch. Details: inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay 23.05.2006 bis 25.05.2006. Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern. Anklagepunkte wegen Drogenhandel fallen gelassen aufgrund mangelnder Beweise. Wegen Herumlungerns hingerichtet. Nee, das machen die dann noch nicht. So, gut. Wen hatten wir hier noch rumliegen? Wer immer das auch ist. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Aha, dieser Mr. Pike, den ich da schon so ein bisschen mehr ausgeguckt hatte. Polizeibehörde Arcadia Bay, Abteilung für Bewährungshilfe. Bewährungshelfer Oliver Rutherford, Datum 30.04.2010. Bedingt entlassener Shelton Pike. Wurden Sie innerhalb der letzten Monate verhaftet? Ja oder nein? Nein. Falls ja, führen Sie bitte Datum und Anklage an. Das ist natürlich nichts. Anstellung gleich geblieben. Oder neu? Achso, gleich geblieben. Okay. Verifiziertes Einkommen im letzten Monat $1,775. Unternehmen ACFC 1 oder ja, Stellung oder ist das einfach nur ein Strich? Ah, ich bleibe mal bei ACFC. Stellung Schichtleiter. Kommentare des Beamten: sehr kooperativ, keinen Termin verpasst. Unterschrift des Beamten Oliver Rutherford. Unterschrift des bedingt entlassenen Shelton. Ich sag mal so, der ist in der engeren Wahl. Wen haben wir hier noch? I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Das war... Gucken wir mal. Staatsgericht Oregon. Staat Oregon Kläger gegen... Gerald Scott, Angeklagter, Fall Nummer 1284-08, Vereinbarung, Rechtsverzichterklärung. Ich, der Angeklagte, plädiere wie folgt: Anklage illegaler Verkauf gestohlener Waren schuldig. Ich verstehe meine Rechte und gebe diese aus freiem Willen auf. Initialien GS. Ich verstehe, dass der Richter nicht an dieser Vereinbarung gebunden ist. Initialien GS. Ich erkläre mich bereit, dem Gericht in zukünftigen Fällen, die eine Verbindung zu meinem eigenen Fall haben, Hilfe zu leisten. Initialien GS. Unterschrift des Angeklagten Gerald Scott. Datum 17.03.2010. Schwierig. Ist natürlich alles ein bisschen dünn. Nur weil mir der eine Typ da jetzt nicht so sympathisch ist, den jetzt da sozusagen ans Messer zu liefern, ist natürlich eine Sache. Auf der anderen Seite, gut, das könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass der gute Gerald da vielleicht doch als Spitzel arbeiten würde, möchte. Ist immer so,
Ich weiß jetzt nicht, was der eine sich da jetzt letztendlich dann großartig da, ob der sich dann nochmal was halt zu Schulden kommen lassen oder so nach der Geschichte und aus dem Grunde vielleicht dann für Spitzeldienste zur Verfügung gestanden hat. Wer war das jetzt noch? Nochmal? Let me into the mill. Cool dude. Da haben wir aber keinen Namen. Verkäufer? This is that asshole who was selling firewalk shirts. Ja toll, ich habe aber jetzt quasi nur einen einzigen Namen. Gut, ich habe zwei Namen, Frank und Shelton, aber Frank scheidet aus. Ach hier, Aufnahme von Zander, Aufnahme des Verkäufers. Und der hieß aber nicht Zander hier, der Typ, ne? Das war... Nein, Moment, das war überhaupt, wenn dann dieser jetzt hier, ne? Geh noch kurz rein. I agree to aid the courts on future cases. Genau, das war Gerald Scott. That could be seen as a little snitchy. Feels a little weird having this guy's records at my fingertips. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Tja, was machen wir? Da habe ich keinen, also da weiß ich jetzt nicht, ob der das ist, von dem ich vermute, dass er halt der kooperative Typ ist. Der Kollege, das ist zwar kein unbeschriebenes Blatt. Irgendjemand muss ich aber leider beschuldigen. Hey. Gerald ist derjenige, den du suchst. Scheiße, echt? Hätte ich nie gedacht. Gerald wird sich wünschen, wir wären uns nie begegnet. Gut gemacht. Dann bleibt nur noch die Übergabe. Zeig mir, dass du mein Geld hast und ich sage dir, wo wir uns treffen. Oh Mann. Payment? Fuck. Ich habe es, wie viel? Ich habe dein Geld. Gut, schick mir ein Foto und wir sind startklar. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Tja, safe. Irgendwie. Was haben wir hier? Sägemehl? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Interessant. Schau mal einer, guck. Holy shit. Allerdings, tja, dieser Staatsanwalt, der hat da doch ja schon so einiges im Petto. Stadtlager, okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel, bereit zum Abgang. Irgendwas übersehen?
Katzenaufgang, ja super. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Tja, gute Frage. Ja, bereits im Auge. Bring mir das Paket und wir können den Job beenden. Das hört sich alles nicht gut an. Was hat der gute James denn da? Bin gleich da, lass sie gehen. Ich blase es ab, lass sie gehen. Kalte Füße, wie? Dir ist das alles echt neu. Wie wär's damit? Ich leg dir ihre Leiche vor die Tür. Bring mir das Geld, dann können wir reden. Fuck. Tja. Does James even know what he's doing? Das ist die Frage. Okay. I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey. Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Und diese Frage klären wir dann in der nächsten Runde. Bis dahin, alles Gute!